Goldochsen, Ulms flüssiges Gold, präsentiert Ihnen Auf ein Bier mit. Willkommen heute Abend zu Auf ein Bier mit. Ich freue mich, dass Sie da sind. Gilt für Sie auch. Herzlich willkommen an Sie. Herzlich willkommen also an Sie zu Hause. Und jetzt schauen wir mal nach vorne auf Anfang August. Den Anfang August, DFB-Pokal. Und da trifft Ulm auf Heidenheim. Und die beiden Chefs sind heute da. Ich freue mich sehr, Holger Sandwald und Anton Guckelfuß. Herzlich willkommen. Guten Abend. Zum Wohle. Auch an Sie, zum Wohl. An Sie zu Hause. Prost. SSV 1846, Fußball gegen den ersten FC Heidenheim. Wie geht's aus, Anton? Wir sind übrigens beim sportlichen Du, nicht wundern. Wie geht's aus? Frag mal ihn zuerst. Wieso? Willst du dich nicht festlegen? Ja, also wir alle, wenn wir ein bisschen realistisch sind und bleiben müssen, dann muss man klar sehen, wir spielen gegen den Zweitligisten, der ja eine phänomenale Saison letztes Jahr hingelegt hat. Und da ist die Favoritenrolle ist unmissverständlich geklärt. Wobei, wenn ich zurückschaue, war die auch in anderen Spielen schon mal unmissverständlich geklärt. Und ja, ich erinnere mal an die Eintracht aus Frankfurt. Ja, war tolle Erinnerung, auch für uns. Klar werden wir unsere Chance suchen, überhaupt keine Frage. Dennoch ist die Favoritenfrage geklärt, muss ja geklärt sein, keinesfalls. Es ist so. Holger, wie geht's aus? Das macht es für ihn einfacher, nachdem er die Favoritenrolle jetzt so rübergeschoben hat. Ne? Wir nehmen sie an, Anton, ist klar. Müssen wir auch, können wir uns nicht rauswinden, das ist logisch. Ne? Wir spielen zweite Bundesliga, das ist richtig. Und wenn man beim Regionalligist antritt, in der Tat, dann ist es schon unser Ziel, natürlich das Spiel zu gewinnen. Aber wir wissen, dass SSV Ulm im Pokal, ist ja nicht zum ersten Mal, dass sie letztes Jahr Frankfurt besiegt haben. Auch davor gibt es eine lange Tradition eigentlich schon an Pokalerfolgen in Ulm und wir wissen, dass wir natürlich einen wirklich guten Tag brauchen, eine Top-Leistung brauchen und unsere Jungs hellwach sein müssen, alles investieren müssen. So ist es im Pokal nun mal und besonders im Derby. Und wenn uns das gelingt, dann glaube ich schon, dass wir das Spiel gewinnen werden. Wenn es uns nicht gelingt, dann werden wir ausscheiden. Das ist ganz einfach und das ist uns auch bewusst und wir werden es mit aller Konzentration, mit allem, was wir haben, so angehen, dass wir da nichts versuchen, Zufall überlassen. Und trotzdem ist es ein offenes Spiel, das ist uns ganz klar. Sie können übrigens heute Abend mal mitstoppen, wie lange es dauert, bis einer von den beiden sagt, der Pokal hat seine eigenen Gesetze. Wollen wir so ein Phrasenschwein einführen und das dann... Wie war das für euch, als die Auslosung war und ihr erfahren habt, dass ihr gegeneinander spielen wird? Ja, ich habe mir, wenn ich ehrlich bin, das letztes Jahr schon gewünscht. Ne? Da haben wir schon Kontakt gehabt, als Ulm Frankfurt geschlagen hat. Wir haben in Jeddelo 2 gewonnen und dann habe ich gesagt, das wäre doch eigentlich jetzt das wirklich das tolle Los, das wir uns alle wünschen. Kam dann nicht und dieses Jahr habe ich das gleiche eigentlich wieder gehofft. War mit dem Flo Krebs, unserem ehemaligen Spieler, davor schon in Kontakt, habe zum Pokalsieg gratuliert, natürlich alle Beteiligten beim SSV. Ja. Weil ich mir gedacht habe, das könnte jetzt wieder so sein. Und dann kam Los für Los für Los in der Auslosung und wir sind nicht dran gewesen, Ulm nicht dran gewesen und am Schluss sind noch zwei Mannschaften übrig und das waren wir, also eigentlich unglaublich. Ich habe mich riesig gefreut drüber. Es ist ein kurzer Weg, es ist ein Derby, das ist schon, wenn es um was ging jedenfalls, ganz lang nicht mehr gab. Ich habe tolle Erinnerungen an das Spiel und wir freuen uns da riesig drauf. Ist für die Zuschauer, für die ganze Region ein Highlight, auch für unsere Mannschaft und deshalb ist es... Eigentlich für uns, muss man schon sagen, mit das Beste los, was im Topf drin war. Von der Attraktivität her und von dem, wie es die Region mit Sicherheit mitnehmen wird. Wäre so ein Erstligist für euch nicht viel attraktiver gewesen am Ende? Den gibt es ja nicht, ne, in der ersten Runde. Wir sind ja im Topf der Erst- und Zweitligisten drin und dann können wir keinen Erstligisten bekommen. Sondern wir sind ja immer in dem Topf praktisch gegen die kleineren Mannschaften. Erst in der zweiten Runde ist es dann theoretisch möglich. Sie merken, ich glänze heute mit meinem Fußballfachwissen. Also Erstligist wäre nicht möglich gewesen und von dem, was möglich gewesen war, ist das Attraktivste für euch gewesen? Ja, wir hätten auch in Salmrohr spielen können. Wir hätten, am Schluss war glaube ich noch Magdeburg und Osnabrück drin. Ich habe dann schon gehofft, dass es eben, wie gesagt, in Ulm ist. Flo Krebs, der Name ist schon gefallen, mittlerweile bei euch. Ein Spieler, nicht irgendeiner, sondern der Wichtigste auf dem Platz am Ende. Wie ist es für euch, Anton, dieses Los? Also für uns ist der Hammer los, war überhaupt gar keine Frage.
als es so zum Ende ging und dann zum Schluss noch Aue und Heidenheim im Topf war, da war ich dann schon noch hin und her gerissen. Da dachte ich, um Gottes Willen. Und ich war dann schon sehr erleichtert, dass es wirklich zu diesem Hammer loskam. Wir waren dann auch 2-3 Minuten später in Verbindung miteinander und waren uns auch einig, dass wir da ordentliches Fest draus machen wollen. Das heißt, Anton hat ja immer, wenn ich das kurz sagen darf, jahrelang, das können wir jetzt schon erzählen, ne, angefragt und ob wir da zum Testspiel kommen. Aber es war mal so, um das gleich von vornherein aufzuklären. Ja, genau. Aber nicht wegen Sportlichen, sondern einfach deshalb, der Paul Sauder, als der noch in der Verantwortung war beim SSV, da haben wir das mal gemacht, so ein Unterstützungsspiel. Und das war dann natürlich nicht ganz unproblematisch von der Fanseite her. Und die Polizei hat uns immer gesagt, also bitteschön, das Spiel dann austragen, wenn es dann ist, wenn man um Punkte spielt oder jetzt wie jetzt im Pokal. Aber nicht als sogenanntes Testspiel, weil es einfach natürlich schon ein großer Aufwand ist, so ein Derby, so eine große Rivalität, die es zwischen den Vereinen natürlich auch gibt, aus der Tradition raus, zu organisieren. Ne? Und deshalb, wir hätten schon immer gern gespielt, Anton. Jetzt ist viel besser. Marcel, ich habe ihm geschrieben, gleich nach der Auslosung geschrieben, jetzt nicht wieder absagen. Genau geschrieben hast du. Jetzt kannst du es nicht absagen. Also, von daher, du hast gerade eben, wir kommen auch gerne wirklich, Anton. Du hast gerade eben schon die Rivalität zwischen den Vereinen angesprochen, aber so, wenn wir euch zusammen erleben, man erlebt euch eher freundschaftlich. Wie ist euer Verhältnis zueinander? Ja, ist einfach, wenn du mit deinem besten Kumpel Tennis spielst, dann willst du das Ding auch gewinnen. Ne? Ja. Also beste Kumpel, so weit geht es jetzt nicht, aber wir sind freundschaftlich verbunden. Ich erzähl's vielleicht mal die Geschichte, seit wir uns schon kennen. Ja, viele, viele Jahre. Und zwar der Stefan Beierl, dein jetziger sportlicher Leiter, der hat damals noch als Abteilungsleiter in Unterelchingen war's. Oberelchingen. Da habe ich den damals verpflichtet, mit dir damals die Verhandlungen geführt. Da gab es noch nicht mehr ablösefrei, da mussten sich die Vereine einigen. Da kam der Stefan Beierl zu uns in die Verbandsliga. Und seither kennen wir uns und das war hart in der Sache. Aber er war damals immer nett. Schon ein schwieriger Verhandlungspartner. Ja. Kann ich nur zurückgeben. Was zu einem schwierigen Verhandlungspartner? Nein, das war Spaß am Rande. Man muss wirklich sagen, also à la Bonheur, das sage ich jetzt auch nicht bloß, weil ich ihm Honig ums Maul schmieren will, aber in Heidenheim wird wirklich seit 20 Jahren respektvoll gute Arbeit geleistet, fleißig und bodenständig. Also, da kannst du es nachher noch eine halbe ausgeben. Ja. Ich gebe gerne. Und zwar für alle. Ja, gerne. Machen wir. Vielen Dank. Wenn du sagst, das, was die machen da, das ist wirklich, das hat Hand und Fuß und ihr schaut da hin und guckt euch das an, was in Heidenheim passiert. Ihr habt ja selbst eine spannende Geschichte, 3 Insolvenzen. Du bist dann irgendwann dazugekommen als Sportvorstand. Danach bitte. Danach, um den Verein sozusagen zu dem Erfolg zu führen, wo er jetzt im Moment ist. Wie schaut denn wirklich euer Blick Richtung Heidenheim aus? Ist das ein Vorbild? Kann man so weit gehen zu sagen, Heidenheim ist das Vorbild für Ulm? In gewisser Weise gibt es viele Vorbilder, die respektvoll gute Arbeit machen. Aber wir hatten zunächst mal eine ganz andere Aufgabe in Ulm. In Ulm galt es, Vertrauen zurückzugewinnen bei Stadt, in der Region, bei den Sponsoren, im Prinzip überall, egal bis hin zum Verband, Vertrauen zurückzugewinnen. 3 Insolvenzen hinterlassen Spuren. Glücklicherweise sind wir da jetzt doch deutlich raus, konnten jetzt in der Zwischenzeit in den letzten 5 Jahren sehr, sehr viel wieder korrigieren. Im Gegenteil, wir fühlen uns mittlerweile wieder pudelwohl. Wir schreiben ordentliche schwarze Zahlen jedes Jahr. Das geht auch auf diese Weise. Wir konnten zwischenzeitlich auch viel Infrastrukturelles korrigieren, weil es geht unterm Strich zunächst mal, wenn du so beieinander bist, wie der Verein beieinander war, zunächst mal nicht nur um den Sport allein, sondern da gilt es, infrastrukturell auch sehr viel zu korrigieren. Wir haben Notwendigkeiten gehabt im Jugendbereich, wir haben Notwendigkeiten gehabt im baumaßnahmlichen Bereich. Wir haben jetzt eine Investition getätigt im Jugendbereich für über 3 Millionen. Parallel dazu versuchten wir natürlich so sportlich so gut wie möglich, dies dennoch zu stemmen und aufzuholen. Und da glaube ich, dass das eigentlich bis jetzt ganz ordentlich und ganz gut gelungen ist. Wir sind glücklicherweise nach dem Zwangsabstieg in die Oberliga jetzt auch wieder zurück in der Regionalliga, konnten uns etablieren und stabilisieren. Platz 6. Wir denken auch durchaus irgendwann auch mal wieder weiter und konnten jetzt auch diese Spiele im WFV-Pokal gewinnen oder den WFV-Pokal 2-mal gewinnen, waren im DFB dabei, hatten letztes Jahr das tolle Erlebnis, dass wir sogar die Überraschung mit dem Sieg gegen Eintracht Frankfurt hinbekamen und ein zweites DFB-Pokalspiel hatten.
das sind dann schon Dinge, die dann auch emotional weiterhelfen und auch in der Stadt weiterhelfen. Aber im Moment ist Heidenheim da Lichtjahre entfernt. Allein die Tatsache, dass die dass hier ein Stadion vorhanden ist, eine Arena vorhanden ist mit Möglichkeiten im Catering-Bereich oder im Hospitality-Bereich, die wir überhaupt gar nicht nutzen können. Da haben wir noch Aufholbedarf, das wird noch Jahre dauern. Holger, wie sehr schaust du auf das, was, und du bist ja Ewigkeiten, Urgestein sozusagen in Heidenheim. Das glaube ich sogar, stimmt es, dass du mal Balljunge sogar in Heidenheim warst? Ja, ich komme aus der eigenen Jugend, ja, und ja. Da war es üblich, dass man auch zum Dienst als Balljunge eingeteilt wurde, das ist richtig, ja, in den 70er Jahren, zu also Oberliga-Zeiten. Einer, der alles gemacht hat in Heidenheim und den Verein in die zweite Liga geführt hat. Wie schaust du nach Ulm und auf das, was Anton nicht nur alleine, sondern mit einem Team da geschafft hat mit in den letzten... Mit einem großen Team, mit einem guten Team, mehrere Vorstände, toller Aufsichtsrat. Jetzt lass mich doch mal die Klasse. Frage formulieren. Ah. Wie schaust du auf das, was da in Ulm passiert? Wir beobachten das natürlich schon genau und verfolgen das auch, das ist klar. Alle unsere Nachbarvereine interessieren uns, logischerweise auch der SSV Ulm. Es war früher ein Duell, wo wir nur davon geträumt haben. Dann kam irgendwann die Zeit, als wir gegeneinander gespielt haben, regelmäßig. Und dann sind wir irgendwann sogar dran vorbeigezogen und haben uns jetzt natürlich jetzt einen Zwei-Klassen-Abstand erarbeitet. Aber wir wissen natürlich schon, dass, das muss ich das Kompliment von vorher zurückgeben, Anton, mit deinem Namen ist dieser Aufschwung verbunden, dieses Vertrauen, das geschaffen wurde. Das ist gar keine Frage und er ist auch ein langjähriger Sponsorpartner zum Beispiel von uns gewesen. Auch da die persönlichen Bindungen und alles, was da sind, guckt man eigentlich noch ein bisschen mehr drauf. Und ich finde es schon wirklich klasse und bemerkenswert. Ist auch wichtig für Ulm als Stadt, für die ganze Region. Auch für uns wäre es toll, wenn wir wieder gegeneinander spielen würden. Ich sehe SSV Ulm da auf einem super Weg und würde mich freuen, wenn die natürlich wieder dahin kommen, wo sie früher mal waren. Das ist gar keine Frage. Bloß jetzt halt nicht im DFB-Pokal, das ist klar. Aber ansonsten dürfen sie sich entwickeln, wie sie möchten. Das würde uns freuen. Der richtige Weg, den sie gehen? 100%. Da bin ich überzeugt davon. Mit der Person Anton Gugelfuß, der das in die Hand genommen hat, in einer ganz, ganz schwierigen Zeit. Das kann man nicht hoch genug, muss man wirklich so sagen, einschätzen, was er gemacht hat. Anton, du hast gerade eben gesagt, wir können jetzt langsam aber sicher auch wieder nach vorne denken, also den nächsten Schritt denken. Was ist denn der nächste Schritt? Also... Sportlich ist natürlich der nächste Schritt. Dritte Liga? Wäre die dritte Liga, überhaupt keine Frage. Aber da ist der Wettbewerb so groß, so stark. Die Regionalliga Südwest ist meines Erachtens, und da bin ich nicht allein mit dieser Meinung, mit Abstand die schwierigste Regionalliga, am stärksten besetzte Regionalliga. Wir haben mit Waldhof Mannheim jetzt dieses Jahr einen Aufsteiger gehabt, der über Jahre hinweg dies versucht hat, endlich, sage ich mal, weg ist. Aber es gibt da Konkurrenten mit Saarbrücken, mit Kickers Offenbach, mit Elversberg, mit Homburg, die da Gelder auch zur Verfügung haben. Da träumen wir davon. Die sind im Etat alle 1-2 Millionen stärker wie wir, wenigstens 1-2 Millionen stärker wie wir. Und da wird mir Holger recht geben müssen. Letztendlich in der Klasse ab der Regionalliga aufwärts, da gibt es Qualität halt in Gottes Namen auch über die Börse. Mhm. Das heißt, sportlich gesehen, dritte Liga ist schon was, wo ihr hinschaut und sagt, das muss unser Ziel sein. Und abgesehen davon, was sind die anderen Ziele? Stadion beispielsweise, hast du gerade eben angesprochen. Also, dass wir in Ulm im Moment natürlich Regionalliga, dieses Stadion, Donaustadion, durchaus nutzen können, das ist überhaupt keine Frage und das ist auch in Ordnung so. Aber sollten wir wirklich und tatsächlich aufsteigen in die dritte Liga, dann, wenn das irgendwann mal käme, dann ist das nicht mehr zeitgemäß. Wir alleine der Bereich Hospitality, sage ich mal, das habe ich vorher schon angesprochen. Wenn ich sehe, was in Heidenheim möglich ist, Sie haben, glaube ich, wenn ich es richtig weiß, Holger, habt ihr 2650 Hospitality-Plätze. Fast, genau, 2200, aber 2200. Beinahe. Und ihr verkauft die Dauerkarte, glaube ich, um 2,750 im Mittel. Da kommen irgendwo, was weiß ich, roundabout 7 Millionen raus. Da bleiben 5, 6 Millionen alleine übrig. Da schreibt er die Rechnung am ersten Tag der Saison. Das Geld ist im Haus, da ist mit Sicherheit in der zweiten Liga der Ball noch keine 5 Meter gerollt. Das sind Voraussetzungen, da träumen wir davon. Weiterhin geht es natürlich aber auch grundsätzlich um die Stimmung im Stadion. Du kriegst in der großen Leichtathletikrund heute nicht mehr die Stimmung rein wie in einer geschlossenen Arena. Völlig undenkbar. Und die Leute, die gehen heute nicht mehr nur zum Basketball oder zum Fußball. Die wollen Event erleben. Man geht heute auch ein Stück weit hin, um Bekannte zu treffen, vielleicht auch miteinander was zu essen oder zu trinken und dann den Sport zu betrachten.
ganz abgesehen von der Verkehrssituation in Ulm in der Oststadt. Ich möchte wissen, wie das gehen soll. Angenommen, wir spielen tatsächlich irgendwann mal gegen einen Drittligisten und da wandern dann mal von der... Die Autos finden keinen Platz, Parkplätze auch keine Möglichkeit. Und vom Bahnhof laufen dann mitten durch die Stadt in die Oststadt raus bis zu uns ins Stadion dann 6.000 oder 7.000 Fans von, was weiß ich, Dresden, Rostock, Dresden oder sonst irgendwo her. Herzlichen Glückwunsch. Das ist alles nur mal heute so, wie es mal vor 20 Jahren war. Mhm. Holger, wie ist es bei euch? Was ist das Ziel in Heidenheim? Platz 5 am Ende der Saison. Da könnte man ja als außenstehender Moderator dieser Sendung auf die Idee kommen, möglicherweise beschäftigt euch das Thema erste Bundesliga in irgendeiner Form. Wir sind immer gut damit gefahren, eigentlich die ganzen Jahre, nach dem Motto vorzugehen, nach oben, nicht mit dem Aufzug, sondern über die Treppe, Schritt für Schritt. Und haben das eigentlich jetzt, ich mache das jetzt seit der Landesliga, seit 25 Jahren, bis in der zweiten Bundesliga auch immer dieses Motto beherzigt. Kommt von Dr. Riguzzi, ehemaliger Hartmann-CEO von unserem Hauptsponsor. Mal hat er mal auf einer Mitgliederversammlung gesagt. Das haben wir uns als Beispiel oder als Maßstab gegeben oder als Leitmotiv, immer weiter, Schritt für Schritt, auch einkalkulieren, dass es dann auch zwischendrin mal wieder schwierige Jahre geben kann. Das haben wir in der Tat letztes Jahr eine super Saison gehabt mit 5. Platz, die beste der Vereinsgeschichte. Das Jahr davor haben wir bis zum letzten Spieltag um den Klassenhalt bangen müssen. Und wir wissen schon, die zweite Liga mit der Leistungsdichte, die ist unglaublich schwer zu bespielen. Ein schwieriger Start und du hängst von Anfang an der Musik hinterher. Oder aber man kann auch, wie sie jetzt Paderborn, die letztes Jahr von der dritten Liga kommen, einen Durchmarsch gemacht haben, sogar in die Bundesliga hochgehen. Das ist für alle, die da, ne, wenn es jetzt wieder losgeht, ne, Ende Juli, alles möglich. Gegen Abstieg zu spielen, eine gute, solide Runde zu spielen oder auch ganz vorne zu landen. Was uns jetzt gerade momentan beschäftigt, jetzt wenn man das kurzfristig betrachtet, ist, dass wir die erfolgreiche Mannschaft, diesen Kader, der jetzt so oft sich aufmerksam machen konnte, nicht nur in der Liga, auch im DFB-Pokal, mit dem Erreichen des Viertelfinals, dass wir den, soweit es geht, zusammenhalten können. Wir haben bisher den Robert Andrich nicht halten können, der ging zu Union Berlin, zum Bundesliga-Aufsteiger. Nach Darmstadt. Tims Karke, der hat jetzt nicht so viele Einsätze gehabt, der wollte einfach mehr spielen. Ne? Ich denke, das ist jetzt, Tim ist ein guter Junge und der ist seit der Jugend bei uns, aber er war jetzt zuletzt nicht, sagen wir mal, der Leistungsträger. Bei Robert Andrich ist schon ein bisschen anders gewesen. Zu sehr ich einen Tim schätze, dass es falsch verstanden wird. Aber es geht um unsere absoluten Top-Spieler zu halten, ne? Einen Niklas Dorsch zu halten, einen Robert Glatzel zu halten, einen Marc Schnatterer zu halten, auch wenn er schon ein paar Tage auf dem Buckel hat. Da können jetzt noch viele durchgehen. Nico Dovedan, Marlon Busch, Patrick Meinke und wie die alle heißen. Ne? Die jetzt einfach eine fantastische Saison gespielt haben. Und ich habe der Mannschaft gesagt, ich hoffe mir, dass ihr alle bleibt. Wie sehr hast du dich geärgert? Ich frage mal anders. Wie sehr hast gar du dich nicht. Null. Du weißt doch die Frage noch gar nicht. Ja, weil ich es jetzt ständig gestellt bekomme. Ne? Weil 3 Punkte auf den Aufstieg gefehlt haben. Ja, ja, ich weiß. 3 Punkte. Ja. Es sah so lange so gut aus. Ja, ja. Das sieht auch jetzt noch gut aus, weil wir den 5. Platz belegt haben. Und ich hätte genauso, könnte man ja sagen, letztes Jahr mit 3 Punkten weniger wären wir abgestiegen in die Liga. Ein Jahr vorher. Mhm. So. Und zwei wichtige Spiele gehabt, die in Berlin und gegen Düsseldorf, wenn die hinterher die Punkte geholt, holst du die nicht, spielst du jetzt dritte Liga. Also am Ende des Tages ist die Tabelle wirklich das, was man erreicht hat. Und es ist nochmal die beste Saison der Vereinsgeschichte. Also das jetzt irgendwie kaputt zu reden. Bei der Konkurrenz, Hamburg, Union Berlin, aufgestiegen ist Köln. Ne? Das muss man einfach sehen. Und deshalb sind wir so, dass wir sagen, immer hier, das Glas ist halb voll und nie halb leer. Es war die beste Saison. Und wenn es ideal läuft, natürlich würde man das gerne machen. Dann versuchen wir das Ergebnis noch zu verbessern. Aber ich weiß halt, welcher Riesenaufwand notwendig ist. Wir müssen wieder topfit sein, alle müssen hungrig sein, alle müssen ehrgeizig sein, müssen unbeschwert in die Sache rangehen, mit viel Spaß und Freude rangehen. Ob uns das jetzt alles wieder gelingt, ich weiß es nicht. Aber ich kann nur eins sagen, das weiß ich schon. Wir tun alles dafür, das kann ich versprechen. Also unsere Gläser sind halb leer, haben wir gerade eben gehört. Insofern, wir füllen die mal schnell auf und sind sofort zurück. Sie bleiben bei uns, ihr bleibt bei mir. Kurze Pause, wir sind gleich zurück. Vielen Dank. Angebote so vielfältig wie die Menschen. Automobile Vielfalt. Bei Ihrem Autohaus Seiler. Autohaus Seiler, Ihr Peugeot-Vertragshändler. Herrlinger Straße in Ulm-Söflingen. Willkommen zurück. Getränke aufgefüllt, Stimmung immer noch sehr gut zwischen allen Beteiligten. Also insofern machen wir weiter auf ein Bier mit. Wir haben gerade eben ja schon gesprochen über
das bevorstehende Spiel zwischen euch beiden im DFB-Pokal. Du hast gerade eben schon mehrfach den WFV-Pokal angesprochen. Wie wichtig sind die beiden Pokale für euch in Ulm? Also zunächst mal geht es um den Titel, den nimmt jeder gerne mit, das ist ja das eine, überhaupt keine Frage. Aber wie wichtig sind die beiden auch finanziell für euch, ja, also in der Runde weiterzukommen? Das zweite Thema ist natürlich und unmissverständlich das Geld. Wir bekommen für die Teilnahme, also oder zur Qualifizierung und Teilnahme erster Runde, bekommen alle gleich viel. Und wenn du dann halt immer eine Runde weiterkommst, das weiß er ja bestens, gibt es immer noch mehr. Doppelte immer, ungefähr. Immer ungefähr das Doppelte? Ja. Immer aufgestockt, ja klar. Da war Heidenheim letztes Jahr, also die letzten Jahre immer gut dabei. Ja. Und auch wir haben letztes Jahr sehr wohl davon profitiert und es hat uns gut getan, überhaupt keine Frage. Mhm. Also nur mal zum... Darum können wir auch das Spiel gegen Heidenheim nicht von vornherein her schenken, das kann man auch nicht. Als Beispiel, wir haben letztes Jahr über den DFB-Pokal mit den Antrittsprämien bis zum Viertelfinale plus Zuschauereinnahmen ca. 3 Millionen Euro eingespielt. Ne? Das ist bei einem Etat von um die 30 Millionen Euro 10%. Also das sieht man schon, dass natürlich der DFB-Pokal auch für uns eine enorme wirtschaftliche Dimension hat. Es läuft nicht jedes Jahr so gut. Wir waren jetzt zweimal im Viertelfinale, vor ein paar Jahren auch schon mal gegen Hertha BSC Berlin. Aber für uns als Zweitligist, weil wir natürlich im Vergleich zu den großen Mannschaften werden die Fernsehgelder ja anders verteilt, ne? Haben wir einen Nachteil und den müssen wir auch versuchen, irgendwie zu kompensieren. Und da ist der DFB-Pokal natürlich eine ganz willkommene Gelegenheit dazu, erhebliche Gelder zu erwirtschaften, die uns dann wiederum den Wettbewerbsnachteil in der Liga ausgleichen. Deshalb nehmen wir den Pokal natürlich auch sehr ernst, weil es wirklich wichtige Einnahmen sind. Jetzt sagt ihr die ganze Zeit, wie großartig es ist, dass ihr gegeneinander spielt und dass der Pokal sozusagen in dem Fall ein Derby wird. So als Außenstehender für uns in Ulm ist es überhaupt nicht gut, weil schöner wäre es doch, wenn ihr beide weiterkommen könntet. Also eigentlich ist es doch überhaupt kein Traum los. Eigentlich ist es doch das Gegenteil davon, weil nur einer weiterkommt. Ja, aber erst in Berlin miteinander gegeneinander zu spielen, ist uns beide schwer. Aber es wäre mehr traumlos. So kommt auf jeden Fall einer aus der Region weiter. Sehen wir es doch wie immer. Alles positiv. Einer ist auf jeden Fall weiter aus der Region. Ne? Wie wichtig ist denn, wir haben ja gerade eben schon über deine Zeit in Heidenheim gesprochen. Wir hatten schon mal die Ehre, zusammen in Auf ein Bier mit ein Gespräch zu führen. Damals hast du sehr klar nochmal formuliert, deine, ich möchte fast sagen, Liebe zum Trainer. Wie wichtig ist denn tatsächlich dieses, ich möchte es gar nicht nur am Trainer festmachen, sondern dieses Trio aus Trainer, Holger Sandwald und Marc Schnatterer. Wie wichtig ist das für Heidenheim? Extrem wichtig. Also nur, ich kann das immer wieder nur anhand von dem, was in der Vergangenheit passiert ist, verdeutlichen. Wir haben 3 Jahre Landesliga gespielt, 6 Jahre Verbandsliga und dann kam der Frank. Als Spieler. 6 Jahre Verbandsliga. Und mit ihm als Spieler sind wir direkt aufgestiegen im 7. Jahr in die Oberliga. Und in der Oberliga hat er damals dann, Dieter Merkle, euer NLZ-Leiter jetzt, unser damaliger Trainer, hat er dann vom Dieter Merkle übernommen, weil das leider nicht ganz funktioniert hat, wie wir es uns gedacht haben. Er hat einen Fußballlehrer dann machen müssen und dann hat er Frank das übernommen. Und mit ihm sind wir von der Oberliga in die Regionalliga, durch die Regionalliga durchmarschiert, in die 3. Liga, von der 3. Liga in die 2. Liga und jetzt auf Platz 5 marschiert. Also wenn mir jetzt jemand sagt, es liegt nicht am Frank Schmidt oder der hat einen begrenzten oder irgendwas dran. Also es liegt nur und hauptsächlich am Frank Schmidt. Natürlich haben wir geschaut, dass wir das ganze Umfeld mitgestalten. Oder ich sage es andersrum, ohne Frank Schmidt wäre das alles niemals möglich gewesen. Das ist für uns ein absoluter Glücksfall, wie es wahrscheinlich einen von den Vereinen nie mehr wieder geben wird. Aber das wissen wir haben das erkannt, Gott sei Dank. Und wir versuchen ihn zu unterstützen, wo es geht. Und dass natürlich dann auch so Marc Schnatterer Glücksfall kommt, der im Endeffekt in Karlsruhe damals aus der 2. Mannschaft aussortiert wurde. Seit der Regionalliga ist der Marc bei uns. Und der als Spieler Verantwortung übernimmt und immer in den ganz wichtigen Augenblicke, egal ob man in München, in Stuttgart oder sonst wo spielt, dann da ist und die Mannschaft mitreißt, fordert. Es ist wirklich unglaublich. Wir haben den beiden einfach das alles zu verdanken. Natürlich auch der Mannschaft, natürlich auch den Mitarbeitern, den Sponsoren, dem ganzen Umfeld. Ich kann jetzt nicht alle aufzählen. Aber du brauchst ja welche, die vorausmarschieren. Und das wissen wir ganz genau. Und da muss man auch nicht drum herum reden. Ist dieses Trio, Anton, vergleichbar mit dem Trio Anton Gugelfuß, Holger Bachtaler und Flo Krebs? Nee, bei uns ist es anders. Bei uns ist im Moment nur deshalb, weil ich vorher gesagt habe, wir haben unheimlich viel Aufbauarbeit im Verein noch zu leisten. Es geht bei uns natürlich auch um Sport und um den Erfolg, überhaupt keine Frage. Und um die Spiele auf dem Feld. Aber die ersten Jahre waren jetzt schlicht und einfach davon geprägt, den Verein zu retten, den Verein wieder zu sanieren. Und da war die Arbeit im
Vorstand, mit meinen Kollegen Thomas Oehlmeier, mit meinen Kollegen Alexander Schöllhorn, mit dem Aufsichtsrat, mit den Leuten, die in den Positionen Verantwortung übernommen haben, die war da meines Erachtens in der Phase, in der Zeit besonders wichtig, mit Sicherheit wichtiger. Dass wir jetzt natürlich auch irgendwann mal Lust auf mehr haben, auch sportlich mehr haben, das ergibt sich dann zwangsläufig irgendwann mal. Aber in der Startphase war das anders. Und da bin ich sehr, sehr froh, dass dies mit, wie gesagt, mit meinen Kollegen bestens funktioniert und dass dies mit dem Aufsichtsrat und dergleichen, dass wir da einfach eine gute Symbiose gefunden haben. Was du gerade bezeichnest als Lust auf mehr, was bedeutet das für den noch offenen Transfermarkt und für die kommende Saison bei euch? Also wenn wir jetzt gegen Heidenheim weiterkommen, ist das alles viel einfacher. Dann musst du dir nach anderes Spiel umschauen, weil es euch ja auch nicht gelingen wird. Also denke ich jedenfalls jetzt mal. Ne? Also schauen wir mal. Passiert da noch was? Mit anderen Worten, wir müssen uns natürlich allein, das gebietet allein schon die Situation, die wir in Ulm hatten. Wir können uns nicht wieder zu weit aus dem Fenster lehnen. Wir können ausgeben, was wir haben. Wir können ausgeben, was das Budget hergibt. Was heißt es denn konkret? Konkret heißt es, dass wir jetzt im vergangenen Jahr wohl eine Tat zusammengebracht haben von nicht ganz 3 Millionen, aber das nur deshalb, weil wir in die zweite Runde DFB-Pokal gekommen sind. Ja. Normalerweise liegen wir grob bei 2,5 Millionen. Jetzt, vorher haben wir von den anderen Konkurrenten in der Liga gesprochen, die durchaus mehr Budget zur Verfügung haben. Die liegen alle zwischen 4 und 5 Millionen. Mhm. Ja. Und was heißt das konkret personell? Das heißt, dass wir jetzt bis dato hatten wir 6 Abgänge, 7 Zugänge. Wir sind jetzt natürlich noch, das Transferfenster ist noch offen, das ist korrekt. Aber wir müssen jetzt erst noch schauen, ob vielleicht der eine oder andere Spieler durchaus tatsächlich die Mannschaft noch verlässt. Es kann durchaus sein, dass da noch Veränderungen da sind. Und ob wir dann eventuell auch eine Luft haben, den einen oder anderen Spieler hinzuzugewinnen. Wie lautet die Antwort von Holger Sandwald, wenn wir auf die kommende Saison schauen? Also was wird da noch passieren bei euch? Hängt davon ab, wie ich es gesagt habe, können wir unsere Leistungsträger halten oder nicht. Wenn die bleiben, wenn alle bleiben, dann werden wir definitiv nichts mehr machen. Es sei denn, verletzt sich noch einer, toi, 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 dass es nicht passiert. Ne? Aber wir haben unsere Hausaufgaben gemacht. Wir hoffen jetzt, dass die Mannschaft so beieinander bleibt. Wann weißt du das denn? Am 31. August. Also tatsächlich letzter Tag, wenn es Transferfenster zugeht. Vorher ist Spekulation. Vorher kann sich eine Tendenz abzeichnen. Wenn du mich heute fragst, dann sage ich dir, ich bin guter Dinge, dass das so bleibt, aber ich kann es halt nicht versprechen. Und deshalb müssen wir schauen, dass wir natürlich immer Optionen aufbauen und vorhalten. Ne, wir dürfen ja auch nicht über unsere Verhältnisse wirtschaften, sondern wir leben ja vom Teamgeist, vom Miteinander, aber natürlich auch von der Qualität. Und jetzt hoffe ich, dass wir die Leistungsträger, wie gesagt, halten können, dass sie alle daran glauben, dass wir an die Leistung der letzten Saison anschließen können. Und müssen wir auch keinen mehr holen. Wir haben uns ja schon gut verstärkt. Ne? David Otto, aktueller U20-Nationalspieler, haben wir von Hoffenheim ausgeliehen. Dann kommt Oliver Hüssing, Kapitän von Hansa Rostock, wirklich so eine Abwehrmaschine, muss ich fast schon sagen. Wirklich ein fantastischer Innenverteidiger. Jonas Föhrenbach von Regensburg, war von Freiburg nach Regensburg ausgeliehen. Auch schon in jungen Jahren top etabliert in der zweiten Bundesliga. Dann unsere ganzen Nachwuchsspieler. Wir übernehmen immerhin 4 Stück aus der eigenen U19, aus der U19-Bundesliga. Ist auch ein wichtiger Weg und Faktor für uns. Ne? Also, das heißt, wir sind gut aufgestellt. Jetzt hoffe ich halt, dass die Jungs alle bleiben. Aber bis zum Schluss wird es spannend sein. Jetzt schauen wir mal einen Moment noch, ganz am Ende dieser Sendung, nicht auf die Liga, sondern schauen noch mal kurz auf den DFB-Pokal und schauen auf dieses Spiel Anfang Mitte August. Wird es aus eurer Sicht so ein Spiel wie gegen den FC Bayern München? Ich kann es noch mal sagen. Wir haben vor den Ulmern wirklich riesengroßen Respekt. Und es ist ein Spiel, in dem definitiv alles möglich ist. Und ob so eins wird, in München kommt da, wir sind früh in Rückstand geraten, dann kommt die rote Karte von Süle und dann war es ein anderes Spiel. Ne? Und dann machen wir unsere Tore. Das war ein tolles Spiel. Ich war im Stadion in München. Also ich wünsche mir es natürlich nicht. Ich hoffe, dass wir früh in Führung gehen und nachlegen können und dass es ein ruhiger Nachmittag wird. Aber das ist natürlich. Aus Fansicht war es ein tolles Spiel. Ja. Ist im Fußball, das geht auch nicht, was ich mir wünsche, sondern ich weiß, es wird eine riesengroße Aufgabe. Ist ein Derby, wird eine schwierige Nummer für uns. Anton, aus eurer Sicht, wird das sowas wie gegen Eintracht Frankfurt? Also zunächst freuen wir uns einfach mal, dass auf ein volles Stadion, auf gute Stimmung, da freuen wir uns. Und natürlich wollen wir unsere Chance tatsächlich auch suchen. Und das Spiel beginnt glücklicherweise auch bei 0-0. Dann schauen wir mal, was rauskommt. Und endet nach 90 Minuten. Jetzt geht endlich was ins Phrasenschwein. Ich freue mich sehr. Anton Guggelfuß, Holger Sandwald, herzlichen Dank fürs Gespräch. Wir werden das beobachten, das Spiel. Regio TV wird darüber berichten und für heute sage ich herzlichen Dank. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön an Sie, vielen Dank an Sie. Zum Wohle.
Ihr unterschreibt mir auch noch mal einen Bierdeckel. Jawohl. Und ich wünsche einen schönen Abend. Kommende Woche sehen wir uns wieder. Bis dann. Prost. Mit freundlicher Unterstützung von Goldochsen. Goldochsen, Ulms flüssiges Gold.